Herzlich willkommen, ihr Lieben, heute hier in Cala Figuera. Heute gibt es ein Video, einen Durchgang, einen Rundgang, einen kleinen Walk hier durch Cala Figuera. Viel Spaß bei den Bildern. Einen kleinen idyllischen Parkplatz hier gefunden. Oben hätte man fast gesagt, wir drehen um. Gell? Da war irgendwie plötzlich hier auf dem Weg nach Cala Figuera nur noch Schotterpiste. Und und der endet dann hier im Hafen von Cala Figuera. Guck mal, links, das schöne Häuschen hier dran. Ja, in den Steinen eingemeißelt. Bougainville. Wunderschön. Guck mal, dir mal das süße Häuschen an. Wenn du da wohnst, kannst du wahrlich sagen, du wohnst in der ersten Linie, oder? Traum. Super schön. Mhm. Kleines Müllproblem. Ja, und hier rechts, das Boot wurde auch schon Jahren. Ja, das Boot ist schon hier. Ne, oder? Boot günstig zu verkaufen. Die Antiquität schlechthin. Genau. Und der Basura auch. Und ne? Basura-Problem haben sie ein bisschen hier auch. Basura-Problem haben sie auch. Von jetzt nicht reinfallen, Schatzi. No. Guck mal her. Schön, ne? Wunderschön. Mhm. Wirklich toll. Das wäre so unser Boot, unsere Liga, hat Guido gemeint. Reicht mir eigentlich aus, du, wenn es so ein kleines Sonnendeck hätte. Ist das nicht die Größe Boot, mit der früher Dieter Bohlen mal um Cala Radiata gefahren ist? Ja, stimmt. Aber reicht eigentlich auch aus. Hm? Süß, ne? Und da haben wir die ganzen typischen Jauts hier. Das stimmt. Ja? Das ist toll, ne? Das ist auch geil hier. Mitten im Stein. Ja, toll. Ja, und hier sind dann die Bootsgaragen, direkt unten im Haus drin. Kannst du ein Boot parken und kannst direkt ins Wasser. Ganz toll. Ganz toll, ne? Nix fishy? Fischi? Nix fischi. Nix fischi? Die Fischer haben alles rausgefangen. Aha. Guck mal, da oben ist es doch fast ein Herrenhaus da oben, oder? Schön, oder? Oh, jetzt macht er seine Sonntagstour. Hat schon was. Nee, der ist fertig. Der hat das Boot, gerade aufgeladen. Der hatte seine Sonntagstour gemacht. Ah, hat eine Sonntagstour gemacht. Und fährt das gerade. Und herrlich, wie warm es ist, ne? Das ist ein Knaller. Hier durch die geschützte Zone. Das ist so warm. Nee, überhaupt nicht. Das ist eine verkehrte Welt dieses Jahr. Jetzt zwei Hamburger mit Nuggets. Was nimmst du? Chicken mit Nuggets oder Chicken McNuggets? Beides. Und ich McFluffy. Was nimmst du? McFlurry. Und McFury. Nein, McFlurry. Und McFlurry. Und kommt jetzt. Das Bullchen bringt's uns. Genau. Das ist aber auch süß, ein kleines Ding. Du. Ja, ist eine schöne Jaut. Ich hätte Bock, die Drohne hier so kurz über das Wasser so. Oh, wie schön. Guck dir mal an. Wunderschön. Direkt am Wasser. Ja, schön. Und was sagst du zu Cala Figuera? Also hier im Hafen, das ist ein Traum. Ich denke natürlich ein Traum jetzt im Sommer. Im Winter, wenn du hier viel, viel Wind und Sturm hast, ist es auch wieder ein ganz anderer Schnack, glaube ich. Ne? Ja. Aber jetzt ein Traum. Aber ich glaube, es ist echt idyllisch gelegen. Würde mich mal interessieren, wie es im Hochsommer ist, wenn wirklich das so ist, ob es dann richtig voll ist. Weil es sind hier ja schon auch sehr viele reine kleine Fischerbötchen, gell? Und halt so süße kleine Bötchen. Guck mal, das sind doch alles Bötchen, die man durchaus fahren könnte. Genau. Ja? Und guck mal da die Kulisse mit dem Riesenhaus. Guck mal, der ist nur, wenn ich richtig weiß, wenn man den kleinen Schein macht, darf man, glaube ich, 6 Meter fahren. Der ist 6,40 Meter. Ja, ne? Genau. Dann ist die nur 40 Zentimeter länger. Also ist ungefähr die Größe, die man fahren durfte dann. Mhm. Ist doch super, ja. Irre. Und hier kommen jetzt gleich die bestellten Chicken McNuggets und Burger raus. Aber noch sind sie nicht fertig. Aber genial gemacht, so ein Mülleimer. Ja, sind Mülleimer, raus, genau, gut gemacht. Rausfliegt. Mhm.
Aber echt schön und idyllisch hier. Ganz toll. Wirklich, wirklich schön. Und ist jetzt auch, es ist ja peinlich zu sagen, ich glaube, wir sind erst seit 2 Jahren auf der Insel, weil wir waren hier noch nie. Mhm. Also hier durch den Hafen, wir waren schon in Cala Figuera natürlich, aber wir sind jetzt noch nie hier durch den Hafen gelaufen. Aber gut, wenn man erst 2 Jahre auf der Insel ist, dann ist ja, das dann auch kann normal. Man das also, verzeihen. Es ist echt schon peinlich zu sagen, dass wir noch nicht einmal hier, wirklich noch nie hier waren. Das ist echt toll. Und dann ist ein Freund da, Guido, und dann sagt, wir machen mal einen Ausflug und fahren mal hierher und plötzlich Strecken, die man noch nie gefahren sehen wir auch was Neues. Ist. Immer wieder, die Insel bietet schon sehr viel. Guck mal hier, das ist dann die große Schifffangflotte. Das sind dann die großen Fischerboote. Das riechst du auch. Ja. Und hier sind wir jetzt, ja, da ist jetzt vorbei. Nee. Da kann man sich noch hinten durchschlängeln und dann noch auf den Aussichtspunkt gehen. Ich glaube nur, da will jetzt Sandra nicht mehr mit rüber, oder? Hier kannst du. Ach, Vorsicht, Rutschgefahr. Ja. Da musst du mich jetzt hier, Sophie, nämlich eben, dass ich hier nicht reinrutsch. Einmal unten durchklettern. Moment. Das macht Sandra jetzt auch hier. Wupp. Dann gucken wir mal noch. Was wir an den Treppen hier oben sehen. Hm. Und da ist auch schon die Restaurants von gegenüber, wo wir das letzte Mal waren. Ja. Das ist aber auch schon ein paar Jahrhunderte her. Ja. Gefühlt. Ja, da kannst du jetzt da hinten weiter wandern, hier irgendwie. Ja. Da hinten sind dann auch wieder Treppen. Da kommst du auch wieder runter. Da ist dann auch wieder eine Garage, wo ein Boot drin steht. Ja. Dann kannst du wahrscheinlich hier draußen mehr oder weniger um die Klippen rumwandern oder entlang wandern. Ach toll, ne? Und wir müssen nachher noch gucken, dass wir auf die andere Seite kommen. Ja, da saßen wir letztes Mal irgendwo noch weiter oben. Genau. Und das ist, glaube ich, das Hotel, was noch nicht fertig war. Oder irgendwas war doch da mal. Weiß ich auch nicht mehr. Jahre her aber schon. Genau, und ne? Da hinten, da waren wir. Also da hinten. Da hinten. Ja, da oben. Da irgendwo, ne? Da oben, genau. Da haben wir schon geparkt im Hafen. Genau. Aber da hinten, wo wir heute waren, waren wir noch nie. Gegessen da irgendwo. Richtig. An den Klippen. Also die Ecke da hinten kennen wir. Sehr, sehr schön. Wirklich toll. Ja, das waren die ersten Eindrücke. Toll. Und denkt dran. Abonniert uns. Abonniert uns. Und nicht uns, den Kanal. Den Kanal. Wo wir natürlich drauf sind. Wir drauf sind. Abonniert den Kanal von Cangourmet. Si, si. Folgt uns, gebt uns einen Daumen nach oben. Und natürlich schreibt uns immer was in die Kommentare. Auch genau. Das freut uns. Jetzt sind wir in Cala Figuera ein Stück weiter gefahren und sind jetzt, glaube ich, am Ende vom Ort Cala Figuera, oder? Ja, genau. Ich glaube, hier geht es jetzt raus. Und haben schon festgestellt, Cala Figuera ist eigentlich schon im Winterschlaf. Ja, es Hotel hat also zu. Hotel Rocamar. Ich glaube, da rechts. Sieht zu aus. Rechts ist auch noch ein Hotel. Hier rechts war, glaube ich, auch mal ein Hotel. Und da auch beim Reinfahren haben wir gesehen, zu, dass ganz viele Bars, Restaurants, alles schon zu hat. Ja. Ein paar Touristen noch da, die hier durchbummeln. So wie wir. Ja, wie wir, ja. Aber im Allgemeinen sieht man schon. Guck mal an, wie das toll blüht mit dem Rot. Ja. Wow. Der mallorquinische Christmasstern. Ja, genau. Cool. Im Allgemeinen sieht man schon, dass Cala Figuera jetzt hier Ende Oktober schon im Winterschlaf ist. Ende Oktober. Wir haben es im November. Ende Oktober. Wir haben 1. November. Wann? Jetzt, heute. Ja. Wir haben heute 1. November? Ja. Nee. Doch, ja. Schon. Nein. Guck mal. Ja. Nein. Oder haben wir heute den 31. Morgen haben wir den 31. Ich habe heute den 30. Morgen. Morgen ist der 31. Guck mal da. Heute ist der 30. Ende Oktober. Guck dahin. Wandert mal zu Bougainville. Morgen ist Reformationstag in manchen Bundesländern in Deutschland. Hatten 31. Wir das, ne? 1. November, ja. Allerheilig, übermorgen Dienstag, heute Sonntag. Ja. Oh, ist das schön. Guck das mal an. Da ist natürlich Schatten im Sommer. Wunderschönes Motiv. Kommen Autos? Eine Bergwanderung. Mhm. Guck mal, hier gehen sogar Treppen runter. Trottwartreppen. Das ist bequemer. Trottwartreppen. Mhm. Das ist aber cool. Apartment, Villa. Genau. Oh. Wenn du da oben
da kann man auch nicht wohnen hier. Ja. Genau. Und dann hast du hier rüber so einen Blick. Ja, schön. Pool und direkt einen Blick hier schön aufs Gebirge. Guck mal, er macht hier gleich Langlauf. Der war Schnee. Kann genau. In den nächsten Tagen noch passieren. Bei 30 Grad. Uh-huh. Aber guck mal, hier ist eine Garage, also sieht nach privaten Apartments aus. Mhm. Würde hier mal tippen. So, dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Hoffentlich keine Sackgasse. Ah, guck mal, hier ist jetzt eine Spielstraße. Ja, vielleicht kommen wir dann, wenn wir geradeaus weitergehen, zu den Restaurants. Ja. 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 Das könnte sein. Das könnte sein. Ja, da kommen wir hin, genau. Ja, das sind wollten wir richtig. Wir. Ja, genau. Und guck mal, das ist jetzt genau. Das ist jetzt die Jahren andere. Mal, ne? Das ist jetzt die andere Seite vom Hafen. Ja. An der wird's hin hier. Hier kommen die Boote rein. Ich glaube, was ganz gut ist, dadurch, dass es eine relativ weite Einfahrt ist vom Meer, durfte, glaube ich, wenn wirklich Unwetter ist, die Wellen hinten am Hafen gar nicht so viel ausmachen. Ja. Auch schön hier. Ja, genau. Das ist und hier, genau das war Straße, das, was wir meinten, wo dann Restaurant an Restaurant an Restaurant richtig. Kommt. Dann ist auch noch eins. Hm. Ja, genau. Da saßen wir mal, Schatzi. Ja. An dem da. Ja, genau da hinten, richtig, die, an dem Weißen. Die schönsten Fotos kommen eigentlich von hier immer runter, wenn das Wasser so richtig schön kristallklar ist. Die Fotos sieht man ganz oft in so Fotokalendern von Mallorca. Ja. Mhm, wenn du da hinten sitzt in den Restaurants und direkt auf das. Toll, ne? Kindergeburtstag. Komm, wir setzen uns dazu. Ah, mira, guck aquí. Hoy es el último día. Ah. Das heißt also, heute ist der letzte Finale. Tag hier. Heute hat noch alles, nee, nicht alles, heute hat hier noch das Restaurant offen. Mhm. Último día. Das heißt, ab morgen geht es dann in die Winterpause. Genau, richtig. Und dann ist wahrscheinlich Cala Figuera richtig im Winterschlaf. Ja? Weil jetzt ist ja noch hier offen. Das ist wirklich wie Frühling. Ja, Frühlingserwachen, zweite Frühling auf Mallorca. Ja, wir haben jetzt auch schon gehört die Tage, dass die Obstbäume und Mandelbäume auf den Balearen zum Teil schon wieder Blüten tragen. Mhm. Was eigentlich gar nicht so toll ist, weil der Winter ja noch kommt. Aber die Mandelbäume, die Olivenbäume, die Fruchtobstbäume denken zum Teil, es ist schon wieder der Frühling. Der zweite Frühling kommt. Ja. So, also ich glaube, wir haben hier wirklich heute noch so den letzten Tag erwischt. Ja. Wo hier die Restaurants noch offen haben. Mhm. Wir waren wirklich hier, ich glaube, das ist echt Jahre her. Fünf, sechs Jahre bestimmt, halt wo wir das letzte Mal hier waren, wo wir dann auch durch diese Gasse gegangen sind. Ja, und die Problematik ist halt auch bei uns, wir arbeiten jeden Tag ja, in der Saison. Klar. Und dann, wenn wir eigentlich nicht mehr arbeiten und Zeit haben, ist es zu. Dann können wir hier auch nichts mehr essen und trinken, ja, weil dann ist einfach auch zu. Ja. Ja? Und das ist immer so die Geschichte, diese Orte hier. Wir können dann zwar im Winter mal herkommen, aber dann ist halt wirklich fast alles zu. Mhm. Mhm. Aber noch gut besucht das alles hier. Gut. Schön für die. Aber gut, wir haben natürlich auch noch ein Traumwetter. Traumwetter von Temperaturen her. Ja, Traumwetter. Das ist natürlich auch noch absolut problemlos möglich. Ja. So, und hier kommen wir jetzt genau. Und hier waren wir schon vor. Da waren ich glaub, wir schon. Da haben wir irgendwie Eis gegessen gesessen. Oder Kuchen oder richtig irgendwas. Richtig hier, in dem Weißen ne? Da oben. Ja. 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 Und hier sind wir jetzt auf der anderen Seite vom Hafen. Ja. Wo wir heute die ersten Bilder gezeigt haben, sind wir jetzt genau hier auf der anderen Seite. Auf der gegenüberliegenden Seite, ja. Ja. Mhm. Und da saßen wir vor ein paar Jahren da und haben da schön runtergeguckt. Guck mal, da hinten, das Boot ist toll. Das blaue Holzboot. Mhm.
Genau, und hier oben saßen wir mal. Da saßen wir mal. Da saßen wir mal, haben wir irgendwann auch noch was gegessen. Genau. Richtig. Ja. Guck mal, das ist eine Kamera. Mhm. Sie filmt uns und wir filmen sie. Mhm. Genau, da sind wir jetzt gerade auf der anderen Seite. Aber wenn ich es jetzt hier anschaue, Schatzik, hätten wir davor doch nicht rumwandern können, wo ich dachte, nach da hinten hin. Nee, da hinten kommst du da gar nicht. Geht der Weg hier weiter, da geht nochmal eine Bucht rein. Ah. Sag mal, wie so ein Finger da reingeht. Ja. Das wäre dann doch. Da kannst du wahrscheinlich Stunden. Eine lang. Weite Wanderung ja, gewesen. Stunden wandern. Und hier kommen wir direkt zum Fischernetzen. Hier bist jetzt, in Palma. Wie, genau, hier bist du praktisch im Hafen. Port de Calafiera. Auf der anderen Seite, wo es die großen Fischerboote und die Fischernetze von den großen liegen. Mhm. So. Aura. Aura. Machen wir das. Genau, und hier in der Bonn Bar, das war das richtig. Da hast du recht, da saß man mal. Jetzt haben wir gerade ein lecker Eis gegessen. Du. Mit Guido? Ich? Ich mit Guido? Wir? Du mit Guido? Du nicht, du wolltest nicht. Nein. Nein. Wer nicht will, der hat schon. Ja, ich trinke dafür nachher was anderes. Du trinkst nachher dafür ein Weinchen. Was anderes? Und wir haben gerade erfahren, Guck wirklich, ich. Es ist heute der letzte Tag in Calafiguera. Mhm. Ab morgen geht es in die Winterpause bis zur Semana Santa. Mhm. Semana Santa ist die Osterwoche. Osterwoche. Genau. Also das nächstes heißt, Jahr relativ spät, glaube ich, wieder stattfindet. Ja, ich glaube, Ostern ist nächstes Jahr etwas später. Und das heißt, ab morgen hat hier in Calafiguera nicht mehr viel auf. Die Dame vom Eis meinte vielleicht je nach Monat, vielleicht 2 oder 3 Restaurants. Ja. Das konnte neu gebaut worden. Mhm. Ja, und das sind jetzt die Ecken auf Mallorca, die jetzt langsam in Winterschlaf gehen. Ja, da haben sie in Calamillon schon noch ein bisschen mehr Leben. Definitiv. Als die Saison beendet wurde, hattest du irgendwie immer noch in der Fußgängerzone. Ja, definitiv. Immer Geschäfte, die aufhaben, ja. Restaurants, die aufhaben. Ja. Es war auch einige geschlossen, aber du hattest nie das Gefühl so, da ist nee, jetzt gar nichts Calamillon mehr. War nicht so extrem, ja. Dass es so extrem im Winter. Aber gut, es gibt natürlich halt auf Mallorca sehr, sehr viele verschiedene Orte. Wer ein Geschäft machen möchte, hier ist ein Laden zu vermieten. Es gibt halt auf Mallorca sehr, sehr viele Orte, die wirklich extrem saisonabhängig sind und dann auch wirklich in den ja, Winterschlaf gehen. Ja. Guck mal, das sieht, ich meine, ist nachher groß genug, aber wenn du so da stehst, denkst du, guck mal, zwischendrin, aber da kannst du zwischendrin ein kleines, ja. Schmales Häuschen bauen. Ja, diese schmalen. Die ja, diese schmalen. Einfach nicht mögen. Nein, ja, aber innen drin bestimmt optisch dann trotzdem, genau, wenn du die über mehrere Etagen baust, hast du genug Wohnfläche. Aber nichts fürs Alter, Schätzele. Doch, du musst von Anfang an Aufzug mit einbauen. Dann ist es altersgerecht. Aber oder ja. Gleich einen Treppenlift okay, mit einbauen. Okay. Ja, ja. Geht schon. Hier ist das Ayuntamiento. Ja, aber gut, wir sind. Wir wollten hier ja. Wir sind ja eh froh, dass wir eigentlich in Palma sind, wo das ganze Jahr lädt. Ja, genau. Ja, hier, es ist ja immer schön, wenn man hierher kommt. Das ist immer ja. Toll. Ja, Ausflug. Es ist halt einfach auch schön, wenn man wo ist im Ort, wo einfach das ganze Jahr Leben ist. Ja, genau. Und deswegen Calafiguera. Nächstes Jahr mal in der Saison schauen, dass wir hierher kommen. Das war einfach einen krassen Gegensatz dann filmen kann. Ne? Ja. Hier sind wir jetzt wieder im Ort. Mhm. Und stellen fest, es passiert doch einiges, bautechnisch. Fest, es wird einiges gebaut. Ja, hier ist überall. Irgendein Restaurant, Kaffee, das zu hat. Da werden Grundstücke komplett neu gebaut. Da auch, das Wände. Ups, du warst abgeschnitten, jetzt sehe ich dich. Ja, abgeschnittener Zwerg, auch ein Zwerg. Ist auch ein Zwerg. Hä? Und hier sind wir jetzt praktisch in der zweiten Reihe, wo man im Auto reinfährt. Mhm. Hier
El Momento. Sommerterrasse im Innenhof. Sieht auch schon zu aus, oder? Nee, da stehen noch Tische draußen. Genau, sie macht auch am 3.11. Wird noch irgendwas sein. Okay, 3.11. Abschlussparty. Und jetzt geht es bei uns in Richtung Auto zurück. Sandra, muss ich noch die Haare richten? Immer wenn's windig ist. Immer dann filme ich. Immer dann filmst du, stimmt. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, genau. Hoffe, euch haben die paar Bilder. Wir müssen hier hoch. Rechts, genau. Jawohl. Ich laufe einfach mitten auf der Straße, wieder typische Touri. Aber es kommt hinter mir gerade kein Auto. Guck mal, du darfst hier hochgehen, dann bist du ein bisschen höher. Ja. Ich bleib hier. Ja, ein Tick. Oh. So. Schön, dass ihr dabei wart. Sie. Wann auch immer ihr das Video seht. Schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, whatever. Lasst es euch gut gehen und nochmal die Bitte, denkt dran, wenn ihr uns noch nicht folgt. Folgt uns, teilt unser Video, schreibt uns was in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben. Muchísimas gracias. Was will Sandra noch sagen? Schönen Tag noch und ich habe Hunger. Okay, Sandra hat Hunger, also schönen Tag noch. Alles Liebe euch. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.